Wir haben heute in der Tarifkommission am 6.9. die Forderung beschlossen. Und ich glaube, sehr erfolgreich diskutiert und auch sehr gut die Debatten geführt. Ich glaube, das Paket, was wir jetzt fordern, kann sich sehen lassen. Die wichtigste Komponente ist die Entgeltfrage. Die haben wir jetzt aufgestellt auf 8,5%. Und klar, für Zukunft gesehen brauchen wir die 32 Stunden mit vollem Lohnausgleich. Aber wir brauchen auch weiterhin Altersteilzeit und die Beschäftigungssicherung und Tarifvertrag. Also ich sag mal, bei den allermeisten kneift es einfach täglich am Portemonnaie. Beim Tanken, beim Einkaufen im Supermarkt, das Thema Nahrungsmittel. Ich glaube, das ist allen klar, dass unser Portemonnaie definitiv jetzt wieder gefüllt werden muss, aufgrund der Inflation letztes Jahr und auch dieses Jahr kommt. Und daher haben wir dann, denke ich schon, nach langer Diskussion, die 8,5 ist richtig. Das haben wir auch ganz klar gesagt als Tarifkommissionsmitglieder. Wenn wir hier eine Forderung aufstellen, die sogar über der liegt vom letzten Mal, dann heißt es wirklich, dass Mann und Maus raus müssen zum Warnstreik, wenn es Anfang Dezember soweit sein sollte. Und da gibt es für mich auch keine Ausreden, wie es mir zu kalt, zu warm, es regnet, schneit, weiß der Teufel was. Wir sind gerade bei uns mitten im Umstrukturierungsprozess, im Umbauprozess auf CO2-freie Stahlproduktion. Und von daher brauchen wir dringend auch Modelle, um zu schauen, was passiert, wenn die konventionelle Hochofenroute wegfällt, die Arbeitsplätze damit auch wegfallen. Wir sagen bei uns immer, wir gehen mit 6.000 Mann in die Transformation und wollen mit 6.000 Mann aus der Transformation auch wieder rauskommen. Das ist gerade in der Region wie Salzgitter unheimlich wichtig. Diesmal ist wirklich eine dicke Brett zu bohren, aber dafür sind die Stahlarbeiter, denke ich, bereit. Und nach den ersten oder zweiten Verhandlungen hoffe ich, dass wir weiterkommen. Aber wenn nicht, werden wir den Arbeitgeber schon zeigen, wo die Richtung geht.